Computerfreaks und Technik-Nerds, aufgepasst. Ich habe bei Amazon ein neues cooles Gadget gefunden. Hat mich ungefähr 30 Euro gekostet. Okay, muss man nicht haben. Ich wollte es aber haben und ich finde es richtig cool. Ja, aber was ist das hier, was hier so schön zwischen meine Finger passt, wie unschwer zu erkennen? Es ist ein kleines Display. Ein Display, was ich entweder an meinem PC oder am Monitor befestigen kann oder einfach unter den Monitor auf meinen Schreibtisch stelle. Und was soll das Ganze? Nun, es ist ein Armaturenbrett für den PC. Sprich, hierauf werden mir wichtige Leistungsdaten meines Rechners in Echtzeit angezeigt, sodass ich sie permanent im Auge habe. Klar, das geht auch mit Programmen, die Windows von Hause aus mitbringt, zum Beispiel mit dem Task Manager. Allerdings ist hier der Nachteil, ich muss auf meinem Bildschirm irgendwie immer Platz schaffen, beziehungsweise das Fenster des Task Managers wieder nach vorne klicken, nach vorne bringen, um dann die Daten ablesen zu können. Hiermit ist das Ganze nicht nur viel bequemer, sondern es sieht natürlich auch viel cooler aus. Angeschlossen wird dieser kleine Bildschirm über USB. Da liegen Kabel auch hierbei. Entweder also ganz normal über den USB-Anschluss an den Rechner. Und sollte kein USB-Stecker mehr an meinem PC frei sein, so kann ich mit diesem Kabel, was auch dem Lieferumfang beiliegt, einfach mir einen neuen USB-Port schaffen, indem ich diesen Stecker hier direkt auf dem Motherboard an einen freien USB-Port stecke. Aber schauen wir uns das Ganze einmal in Aktion an und dazu gehen wir jetzt an meinen Schnittrechner, denn dort nutze ich auch dieses Display. So sieht das Ganze dann aus, wenn der Rechner läuft. Wir haben hier einmal die Auslastung der CPU, dann die Auslastung der Grafikkarte, verfügbarer Speicher bzw. Nutzung des verfügbaren Speichers. Hier noch einige Daten zur Festplatte, jeweils Temperatur, wie viel von der Festplatte auch in Nutzung ist. Netzwerkverbindung, in meinem Falle das Internet, wie viele Daten gehen raus, was kommt an Daten gerade rein. Dann die Lautstärke der Soundcard und eben Uhrzeit, Datum. Und dann schauen wir mal, was geschieht, wenn ich jetzt eine schon etwas Speicher- und CPU-Grafikkarten-hungrige Applikation wie Photoshop starte. Achtung, ich starte Photoshop. Und man sieht, CPU-Last steigt. Grafikkarte passiert noch nichts, weil Photoshop ja auch noch nichts am Arbeiten ist. Aha, kommt jetzt langsam hinzu. Und wenn ich jetzt in Photoshop einmal eine rechenintensive Aufgabe starte, in diesem Falle werde ich mit dem Retusche-Tool einfach mal einen Bereich ersetzen lassen. Achtung, jetzt sieht man, das ging schnell. Der Rechner ist schneller, man hat gesehen, wie die Grafikkarte auch jetzt langsam mal Arbeit verrichtete. Lassen wir aber mal ein Video rendern, dann sollte auch die Grafikkarte mehr zu tun haben. Ja, hier sieht man es deutlich, CPU am Limit und auch die Grafikkarte grätscht dann mit rein und übernimmt das Rendern. Also ich finde ein schönes Tool, um einfach mal zu sehen, was geschieht im Computer. Und wenn der Computer mal hängt, dann sieht man, ist die CPU zu stark belastet, reicht mein RAM eventuell nicht mehr oder wo liegt da das Problem? Mittels mitgelieferter Software kann man dann auch noch das Design, das Layout der Anzeige ändern. Hier ist natürlich, da das Ganze aus Asien kommt, sehr viel Manga-Kram mit dabei, sage ich mal. Sowas hier, man kann das dann auch hochkant stellen und das Display flippen oder eben verschiedene andere Hintergründe.
Die lassen sich übrigens in der Software auch noch anpassen. Allerdings muss ich sagen, die Software ist nicht nur super lieblos, auch die Software ist einfach eine Katastrophe. Man muss sich da schon etwas dann durchklicken und einfach mal ausprobieren, bis man dann die Einstellung gefunden hat, die einem dann auch zusagt und wo man sagt, okay, damit kann ich leben. Summa summarum, ein nettes, kleines, nerdiges Gadget, was den Geldbeutel nicht allzu sehr belastet.